des Internationalen Roten Kreuzes und der UNESCO brachte mehr als 3 Millionen Mark ein. Doch im New Yorker Musikstudio wartet ab morgen jede Menge Arbeit auf den etwas angeschlagenen Jackson. Denn Weihnachten soll sein neues... Über 60.000 Fans im Stadion und Millionen Fernsehzuschauer in 35 Ländern erleben einen Jackson, der alles für sein Benefizkonzert gibt. Sofort nach dem Konzert im Krankenhaus behandeln. Von einer Knöchelverletzung und einem Schwächeanfall war die Rede. Immerhin war es für den Sänger nach Korea der zweite Auftritt in 48 Stunden. Doch die Fans können aufatmen. Fast 20 km/h sauste Jackson Richtung Bühnenboden. Gerade den Tänzer Jackson machten die Schmerzen der belasteten Füße Angst. Anfangs war nicht klar, wie stark die Verletzungen sind. Kostete 10-mal so viel wie die aller anderen Künstler zusammen. Wirft dem Megastar Vertragsbruch und Betrug vor, weil Jackson seine Zusage für 2 Konzerte nicht eingehalten hatte. Der große finanzielle Schaden zwinge ihn gegen sein bestes Pferd im Stall zu klagen, so Avram. Mit gekonnten Tanzeinlagen und einer perfekten Bühnenshow setzte Michael Jackson den Höhepunkt des 9-stündigen Benefizmarathons. Eigentlich verlief alles wie gewohnt, doch nur Flecken und Blessuren. Auch wenn er am Ende des Konzerts ein wenig humpelte, er hat die Zähne zusammengebissen und trotz seiner Prellungen tapfer und beeindruckend weitergetanzt. Selbst leicht lädiert schaffte es King Michael noch einen Panzer zu stoppen. So schlimm kann's nicht gewesen sein. Und mindestens 5 Millionen Mark erbrachten die Einnahmen bestimmt für notleidende Kinder. Kleiner Wehmutstropfen, Luciano Pavarotti hatte abgesagt. Egal, das Finale versöhnte alle. You are not alone. Und damit das jeder weiß, zeigte der Meister noch einmal, dass er ein ganz großes Herz hat. Michael ganz oben. Spektakulärer Höhepunkt seiner halbstündigen Show auf einer Hebebühne. Doch Jacksons Himmelfahrt hätte in der Hölle enden können. Die Bühne wurde wegen eines technischen Defekts viel zu schnell herabgelassen und knallte auf den Boden. Beeindruckend. Der König des Pop sang weiter. Die Fans merkten nichts. Jackson Power pur. Spurlos ging der Stress dann doch nicht an ihm vorüber. Jackson ließ sich... Der spektakuläre Auftritt von Michael Jackson. Er endete für den Popstar in der Notaufnahme. Als er auf einer schwebenden Brücke auf die Bühne heruntergelassen wurde, versagte plötzlich die Technik. Die Konstruktion schnellte ungebremst bis unter die Bühne.